FIFA 2014, sponsored by Studio 71, Deutschland versus Argentinien. Ladies and gentlemen, welcome to the final cupcake. Oh ja, wir spielen hier mit Kuchen. Willkommen bei dem Finalspiel Deutschland, präsentiert von Dennis Hartweg und Christian Stachelhaus gegen Argentinien. Vertreten durch Kelly, aka Mrs. Vlog, und Valentin Rammel. Es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Ehre, meine Damen und Herren. Und wir spielen heute 90 harte Minuten um das FIFA 2014 World Cup Finale. Wer das genau gewinnen wird, können wir an dieser Stelle noch nicht sagen, aber beide Teams sind richtig, richtig heiß. Man spürt den Schweiß und die Testosterone bis hier oben in die Kommentatorenkabine. Es ist einfach ein Feuerwerk. Die Menge brüllt. Wir haben fast einen Zuschauer und das ist halt richtig krass. Er geht mega ab. Ja? Also alle sind richtig, richtig heiß. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt mal live ins Stadion schalten. Denn ich, wie ich das höre, gleich ist Anstoß. Oh, los geht's. Und da beginnt das Spiel Deutschland gegen Argentinien. Argentinien hier in Blau, Deutschland in der typischen schwarz-roten Uniform. Oh Gott, Argentinien schießt das 1:0. Das kann doch gar nicht wahr sein. Miros Naloska hat getroffen. Ich weiß gar nicht, wie die argentinischen Nationalspieler alle heißen. Messi war es. Im Zweifel war es Messi, ja. Auf jeden Fall spielen wir halt in der ganz großen FIFA-Konstellation nach einer Regel nur 13 gegen 13. Man spielt nämlich jetzt mit drei Torwelten. Auf der deutschen Seite gibt es dann halt neue Alter und den zukünftigen. Wow, Witz geklaut. Jawohl. Und das Publikum feiert es. Aber das Spiel ist hart dabei. Oh Gott, ein Kampf im Mittelfeld. Die Verteidigung von Argentinien steht ziemlich gut. Deutschland lässt den Ball durch. 2:0 für Argentinien. Messi ist hier gerade auf Hochtouren. Die argentinische Abwehr ist quasi nicht zu brechen. Oh ja, Deutschland spielt ein hartes Pressing nach vorne. Die Verteidigung steht aber. Mertesacker, neuer, alter und zukünftiger. Spielt den Ball und... Wir liegen. Jawohl, schön in den Sturm. Direkter Pass. Ah Gott, Müller hat es nicht geschafft. Oh, deutsche Verteidigung wieder. Technikspiel hier bis zum Ende. Oh mein Gott, Argentinien steht gut im Angriff. Die Verteidigung hat alle Hände voll zu tun. Ja, Ball ist aber wieder im argentinischen 16er. Mein Gott, Mittelfeldspiel. Hier geht's hin und her. Das ist ja wie bei einem Fußballspiel. Leck mich am Arsch. Hier wird gespielt ohne Ende. Der Laden ist am Kochen. Aber ich bin natürlich an dieser Stelle nur Kommentator. Wir haben natürlich noch ein paar Experten an dieser Stelle in unserem zweiten Hauptstadtstudio in Berlin. Rob Bubbles, deine Meinung? Ja, also ich bin ja der Meinung, die deutsche Mannschaft wird gewinnen, weil die hat bei weitem die meisten Swag, ja, also der Thomas Müller, das ist ein harter G, das ist ein harter, harter G, das merkt man dem an, der ist voll Gangster und deswegen wird die deutsche Mannschaft gewinnen und deswegen mache ich jetzt auch zur Feier schon direkt mal einen Rap dazu. Yo, Deutschland vor, noch ein Tor. Vor Schissel. Zurück zu euch. Bitches. Danke Rob, wir sind jetzt wieder im aktuellen Spielgeschehen. Argentinien ist gerade im Angriff. Die ganze Zeit fliegt der Ball von rechts nach links, von oben nach unten. Nein! Oh Gott, sieht klar nach Abseits aus, aber wir müssen auf den Schiedsrichter hören. Nee, der lässt weiterlaufen. Jawohl, schöner Pass ins Mittelfeld. Oh Gott, Argentinien steht wieder. Spielt rüber. Oh jawohl, in den Sturm und verdammt! Argentinien schlägt zurück. Oh, die Verteidigung von Deutschland steht. Na, Eigentor! Eigentor! Das kann nicht wahr sein. 3:0. Argentinien, Deutschland lässt sich hier gerade demoralisiert echt an die Wand spielen, ja? Man könnte meinen, wir hätten irgendwie von Deutschland zu Brasilien gewechselt. Also, das ist echt der Hammer. So, Deutschland aus ist jetzt mal wieder im Angriff. Noch ist nichts gegessen. Oh. Boah, Alter, der rollt aber auch hier durch bis zu mir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wow, Verteidigerschuss aufs Tor direkt. Leck mich am Arsch. Oh, die Verteidigung. Die Verteidigung steht aber echt wieder eins. Musst du einfach mal sagen, Argentinien mit Messi ganz vorne in der Spitze rutscht richtig. Oh, 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 jawohl. Oh, und der Ball wieder ab ins Mittelfeld. Jawohl, vielleicht. Oh Gott, nicht über zurück zum Torwart. Ja, wenn man diese gefährlichen Rückpässe direkt aus dem hinteren Mittelfeld ist. Das... Wow, Torwart. Ja! Ja! Yeah! Jo, Deutschland! Woo! Swag! Mm. Oh. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Spielgeschehen. Der Pott ist knapp. Und die Verteidigung entpuppt sich gerade als sehr, sehr Torschussstark. Das Mittelfeld und der Sturm von Deutschland sind gerade echt das allerletzte.
aber die Verteidigung hält. Auf der argentinischen Seite muss man ganz mal sagen, der Sturm ziemlich gut. Valentin Rammel lässt ihn einfach schwingen und holt hier einen nach dem anderen raus. Oh, er dreht! Unfair, aber der Schiri lässt weiterlaufen. Welcher Schiri? So, komm. Da kein Problem. Aus dem Hintergrund, Rahm kommt, Rahm müsst ihr jetzt schießen. Rahm schießt! Nein, nein. Rahm hat falsche Richtung geschossen. Okay, ey, Kelly, Kelly, jetzt der Verteidigung und jawohl, gegen Dennis Hartwig. Ein 1:1 mit 6 gegen 6 Spielern. Jawohl! Boah, das hab ich gar nicht mehr. Tor durch Müller. Vielleicht. Man muss sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat ein bisschen Identitätsprobleme, die sehen alle gleich aus. Ist eine Sache. Einheitslook. Da steht halt 13 Mal Yogi. Da steht 13 Mal Yogi auf dem Platz. So sieht er aus. Boah, guck mal da, der deutsche Sturm kann gerade was. Oh, neuer Alter und Zukunftsliga hauen hier gerade eine Verteidigung raus. Das ist echt nicht mehr. Meine Frage, hat eigentlich nicht Julius Cesar als Verteidiger? Weiß ich. Nee. Ja, heißt er, ist das Cesar? Ja, oder? Ja. Wer ist Argentiniens Torwart? Weißt du das irgendjemand? Weiß ich nicht. Nee. Kein Schwein weiß, wer nein! Das ist. Boah! Mein Gott, ey. Krasses Papier. Ja! Nein! Verteidiger-Tor. Es steht 4:2 aktuell. Das ist eine ganz schöne harte, toffe Nummer, muss man ja mal sagen. Das ist richtig krass. Richtig, richtig. Sehr, sehr geil. So, der Ball ist gerade im Mittelfeld hin und her wird hier gepasst, auf der gleichen Stelle die ganze Zeit. Und, oh, da war schon wieder der absolute, aber nach vorne direkt ein schöner Konterangriff. Das hat die Verteidigung von Argentinien gar nicht richtig mitgekriegt. Deutschland steht im Mittelfeld echt wie eine 2, wie eine 3. Okay, Deutschland hat im Mittelfeld gar nichts zu suchen. Boah, die Verteidigung, Deutschland zählt hier auch alles auf. Ohne Spaß, ist wie eine Wand einfach nur. Wahnsinn, der Rosato, ey. Ja! Jawohl! Und Verteidiger-Tor direkt aus der hinteren Reihe. 4:3 Boah. Noch an dieser Stelle für Argentinien. Wir sind gespannt darauf, wie es weiterläuft. Das Publikum rastet aus. Hier wird gefeiert wie im Hexenkessel. Meine Fresse, was eine Stimmung. Man kann den Schweiß der Zuschauer schon riechen. Aber egal, wir schalten wieder zurück zum Spiel. Boah. Wunderschöner Pass von Kelly, a.k.a. Kelly auf der linken Seite in der Verteidigungsposition. Schießt einfach quer übers Spiel. Oh! Kannst du einfach loslassen, das Ding. Am besten. Nein! Oh, Trickspiel. Ein schönes Technikspiel, gerade an der gerade hier vorne. Jawohl. Deutschland verteidigt weiterhin ziemlich stark. Argentinien gerade auf jeden Fall in der Angriffssituation. Sieht ein bisschen stärker aus. Argentinien macht es ganz souverän gerade. Das 6:3. 7:3. 1:3. 6. Ah, 6. Alter, Christian. Oh, ganz knapp nochmal vor den Ball gesprungen. Man muss halt ja schnell sagen, Hardy hat irgendwie ein paar Koordinationsprobleme. Ja, passiert schon mal. Boah. Kelly macht eine super Abwehr. Boah, Pfosten auf der deutschen Seite. Oh, und der gerade steht das argentinische Tor einfach unter Beschuss. Nein. Aber der Angriff kann nicht so, wie er mental möchte. Körperlich halten sie einfach gerade nicht. Mit die Luftfeuchtigkeit hier ist einfach zu hoch. Oh Gott, der war rötlich, aber Neuer hat es einfach nochmal gerissen. Und Pass von Zukünftiger nach vorne in die Spitze. Oh, nein. Oh nein. Mein Gott, Alter hält auch nochmal richtig gut. Und jetzt. Mittelfeldspiel. Hab das im Schiri gefällt. Ich glaube, da wird gerade gefault. Ja. Wow, Tor. Wunderschön, Deutschland holt endlich mal auf. 6:3 aktuell, immer noch für die Argentinier. Die machen hier ein richtig starkes Spiel. 6:4. Ja, ist egal. Und die Pille ist wieder auf dem Spielfeld. Bronze ist für Winterspiel, weißt du? So. Argentins Abwehr gerade. Oh, der Sturm. Oh, oh. Schönes Pass, Trickspiel, Doppel-Dreifach-Pass hier. Ab in die Spitze. Oh, scheiße. Aber Deutschland steht sich mal wieder selbst im Weg. Boah, denn Christian, er hat es da hinten hingestellt, wie so eine Mauer. Boah. Wow, gefährliches Rückpassspiel von Argentinien, aber hat ohne Probleme geholfen. Zukünftiger schießt. Nein! Oh mein Gott. Alter, ohne Spaß. Hier ist gerade ein Spannungsmoment, das könnt ihr euch echt gar nicht vorstellen an dieser Stelle. Oh mein Gott. Der war noch nicht drin. Torlinientechnik, seit dann konnte der Schiri direkt sagen, da ist kein Tor gefallen. Das Publikum lacht ein wenig über die allgemeine Situation gerade im Stadion. Da sind sich die Leute einfach selber nicht einig.
Wow, schöner Pass in die Spitze, aber Kelly verteidigt ohne Probleme hier an dieser Wunder... Oh, Walti greift an! Oh, Christian verteidigt mal wieder mit Neuer. Yeah. Tor! Jawohl, Deutschland holt weiterhin auf. Der Kessel ist am Kochen, leck mich am Arsch, hier geht's ab ohne Ende. Die ganze Zeit wird hier gespielt, aber wir brauchen eine genaue Analyse des Spielgeschehens, jetzt zur Halbzeitpause. Rob Bubbles, was sagt ihr denn aus dem Hauptstadtstudio in Berlin? Oh yeah, also da hat jetzt Argentinien mal kurzzeitig ein bisschen mehr Swag gehabt als wir, aber es ist voll okay. Wir hauen die trotzdem weg im richtigen Spiel. Wir machen die fertig. Ich sage euch das. Ich meine jetzt den Motivationsrap, noch den finalen Motivationsrap fürs deutsche Team. Die brauchen das, die kriegen das hin, ja. Oh, yeah. Thomas Müller, Hataji. Miroslav Klose, Hataji. Alle anderen Spieler, deren Namen ich nicht kenne, auch harte Gs. Wir hauen sie weg in den Dreck. Argentinien ist scheiße. Sie haben eine Meise. Oh, yeah. Weltmeister, Scheibenkleister, Weltmeister, Waldmeister, was reimt sich noch auf Meister? Ich weiß es nicht, aber wir gewinnen trotzdem! Swag! Oh. Super Rob, du hast auch keine Ahnung, wie man sieht. Wieder ab zum Spiel. Und es steht gerade 6:5. Oh, weiter geht's. Dennis Hartwig im Angriff, im Mittelfeld gerade. Jawohl, spielt in. Nee, spielt nicht. Walti Dramen hält. Nein! Sarazar macht es! Sarazar verteidigt, spielt sich selbst den Ball in den Angriff zu. Nein, doch nicht. Mittelfeldgeplänkel gerade. Oh Gott, ob das dem Schiri gefällt. Sehr unfaires Spiel. Oh Gott, in der Verteidigung. Kelly gerade gegen den Hartwig. Oh Gott, was passiert da? Was passiert da? Ja, passt in die Spitze. Oh, wer hätte damit gerechnet? Wow, der Torwart der argentinischen Mannschaft steht wie eine Eins. Und zukünftiger spielt nach vorne in die Spitze. Jawohl. Jawohl, hier ist ein wunderschönes Passspiel. Sarazar, oh, nein, doch nicht. Nein. Oh, Brückpass, ganz gemein. Oh, Pfosten. Oh, abgewehrt. Mein Gott, wie das hier geschossen wird, wenn das dann echt passieren würde. Ich glaube, sage euch, das wäre ein Spiel für die Götter. Boah, das Mittelfeld steht hier bei euch für eine 1. Wird der Mittelfeld geplänkelt? Ich muss sagen, einige Fouls passen, meiner Meinung nach zu viel. Boah, Pfosten! Boah. Ja! Jawohl! Ausgleich! Boah, ist der Ausgleich. Du bist jetzt schwitzen, würde ich sagen. Ja, das ist interessant. Von oh, an dieser Stelle sehen wir eine fehlerhafte Punkteanzeige. Oh. Aber egal, da gehen wir später drauf ein. Oh. Ja! Wow, 7:3, Deutschland dreht das Spiel allein. 7:6 natürlich. Mein Gott. Wer auch immer die Münze geklaut hat, wir wissen es nicht. Wir diskutieren dann nachher nochmal mit dem Schiri-Team drüber. Man muss sagen, also es sieht gerade krass hier nach Manipulation in dem FIFA-Komitee. Das muss auf jeden Fall das nächste Mal in Genf geklärt werden bei der nächsten FIFA-Verhandlung. Das kann so echt nicht angehen. So, und hier wird im Hintergrund gekocht. Also, an dieser Stelle kann ich echt nur mal sagen, Blick ins Publikum, das Publikum kocht. Das Publikum kocht gerade. Das Publikum ist am Kochen. Oh, Ausgleich, 7:7. Wer hätte das gedacht? Aber wir müssen ja auch verlieren, ne? Wir sind jetzt in Argentinien. So, jetzt ist Ausgleich. Okay, Kelly, jetzt dürfen wir es so anstrengend. Man muss echt mal sagen, hier im Stadion, da brutzelt es. Oh Gott. Oh mein Gott, ich würde sagen, das ist wie in einem Hexenkessel hier. Wie so einem Kochtopf. Okay, genug Witze, was kochen wir mal. Oh Gott, Pfosten! Das Spiel bleibt spannend an dieser Stelle. Boah, die Verteidigung Kelly macht es. Boah, schön! Und mit dem Matchus da vorne, jawohl. Jetzt, oh, Pfosten! Verteidigungstor, Kelly, aka Mrs. Vlog, haut einfach einen rein. Da, kurz mal, kann man quasi nicht daher. Aktuell steht es 8:7. Gibt's doch nicht. Aktuell steht 8:7. Ein einziges Tor noch und Argentinien ist Weltmeister im Cupcake-Finale. In zwei, weil wir haben... Achso, ich dachte, wir spielen einfach bis 9. Wir spielen bis 10, wurde mir gerade gesagt. Ja, ich weiß nicht, also wir werden hier jetzt auch noch so angesprochen. Ich würde jetzt sagen, das reicht. Egal, wir gehen schalten zurück zum Spiel. Oh, Argentinien. Boah. Gott, Deutschland in die Enge getrieben. Nach vorne. Jetzt mach ich noch rein. Das kann nicht wahr sein. Neuer hält den Ball von seinem eigenen Sturm angegriffen. Gar kein Problem.
Boah, und Spaß, ich halte gerade das Mikrofon mit so einer Kraft in meiner Hand, dass ich meine, ich könnte es zerbersten. Die Spannung im Stadion ist unerträglich. Oh. Das Publikum kocht, das Publikum tobt, das Publikum steht rum und guckt sich das Spiel an. Es ist richtig krass hier. Einfach nur. Nein! Oh, nein. Neuer macht hält nochmal. Verteidigung spielt nach vorne. Argentinien. Schießt doch nicht. Schießt wieder doch nicht. Aber Deutschland schießt auch nicht. Oh, 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 oh. Oh Gott. Mittelfeld geplänkelt hier ohne Ende. Der Sturm schießt nochmal von Argentinien. Sarraza kämpft jetzt gerade gegen Christian. Und, oh, schön einmal quer über Spieltag geschlagen. Direkt zur neuen Seite nach vorne. Kelly jetzt gegen Hartwig. Und, oh, 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 oh. Mittelfeld geplänkelt. Christian. Jawohl, zukünftiger hat er mal nach vorne geschossen. Scheiße. Oh Gott, was ein krasses Mittelfeldspiel hier gerade. Boah. Da wird man voll sweaty bei. Oh, oh, oh. Oh, Pfosten, das kann nicht wahr sein, schon wieder. Oh, 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 Alter, was eine Runde. Boah, da fängt selbst der Kommentator an zu schwitzen, obwohl er gar nicht mitspielt. Ach, komm schon, nein, Alter. Oh, ich glaube, der Schiri-Ball. Oh, 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 oh. Boah, wieder abgewehrt wird. Mein Gott, das nenne ich Pressing, auch oh, in der gegnerischen Hälfte des Spielfeldes. Abseits doch nicht. Kenn ich hier voll gut. Boah, Verteidigung steht von Deutschland auf jeden Fall. Sarraza schießt, Neuer hält und Neuer schießt aufs Tor. Gar kein Problem. Nein. Ja! Jawohl! Au! Der nicht ausgleich. Oh, oh. Doch, Ausgleich. 8-8. Nee, aber eine Runde. Also das Match ist entscheidend, ne? Wer jetzt noch zwei Tore macht, gewinnt. Ja, ja. Ready? Und? Ja. Go! Der Ball bleibt. Ich kick den so rein. Ja, ja, mach mal. Jawohl. Jawohl! 9-8 für Team Deutschland. Steht 9-8, Deutschland führt mit einem Tor. Aber Sarraza schießt nochmal! Zukünftiger Held, Flugball! Mein Gott, was hier gerade passiert? Das Publikum rastet vollkommen aus! Okay, alle gucken gelangt. Macht auch nichts. Tor! Aus dem Untergrund. Rahn müsste schießen. Rahn schießt. Kein Tor. Zukünftiger schießt nach vorne. Jawohl. Läuft gerade. Und jetzt Alter. Alter macht er. Jawohl. Verteidigung von Deutschland steht gerade wie eine 1. Muss man auch immer sagen. Kelly verteidigt auch nochmal schön den Ball. Mittelfeld nach vorne. Sarraza holt gerade alles raus. Neuer schießt seinen eigenen Mann an. Passiert schon mal. Oh, oh, ganz knappes Spiel. Alter, hau das Ding jetzt da raus. Schön nach vorne gespielt von Alter. Nein! Nein! Ausgleich! Ja! Was ein Spiel! Das geht in die Torgeschichte. 9-9. Alter, letztes. Das letzte Tor. Ist vorbei. 9-9. Letztes Tor. Jetzt geht's los. Sarraza ist nochmal krass am Start und schießt nach vorne. Leck mir am Arsch. Die Spannung ist kaum auszuhalten hier. Oh Gott. William Sven. Deutschlands Verteidigung steht gerade. Das ist ja alles ein entscheidender Tor. Man weiß gar nicht, was passiert wird. Ja! Deutschland ist Weltmeister! Da fällt das Publikum um. Leck mich am Arsch. Was ein Spiel. Aber ein schönes Spiel. Ein sehr gutes Spiel. Sehr die Mannschaften geben sich fair die Hände an dieser Stelle. Das ist wahre Freundschaft. Wir schalten um. Im Cupcake. Deutschland ist Weltmeister. Und was soll man dazu sagen? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Analyse des Spielgeschehens, wie sowas so passieren könnte. Berlin, was sagt ihr dazu? Oh yeah, ich hab's ja gleich gesagt, Deutschland hat gewonnen, weil sie die meisten Swag hatten und jetzt kommt direkt ein Siegesrap. Achtung, Deutschland hat 110% gegeben, das ist mathematisch zwar unmöglich, aber sie hat trotzdem gemacht und Argentinien hat verkackt und Weltmeister, Waldmeister, Scheibenkleister, gerappt, Bitches, Mitarbeiter out! So! Danke, Rob. Deutschland ist Weltmeister. Wir unterhalten uns an dieser Stelle als allererstes Mal mit den Verlierern. Herr Sarraza, Frau AKA Mrs. Vlog, was ist da passiert? Ich sah so gut aus am Anfang. Also, wir haben ja am Anfang gut gespielt, haben richtig Gas gegeben, aber es war natürlich auch abgesprochen, dass wir verlieren. Ne? Das war das Ding und deswegen haben wir die Jungs einfach gewinnen lassen. Also, das heißt, der Grund, dass sie verloren haben, ist quasi, dass abgesprochen war, dass sie verlieren. Die wenigsten wissen es ja, aber Kelly ist eigentlich eine richtige Kicker-Profi. In der 7. Klasse hat die alle Turniere gewonnen. Das war echt der Hammer, ne? Genau, so war das. So war das. Das heißt, der offizielle Grund ist halt, dass abgesprochen war zu verlieren. Aber ich finde jetzt irgendwie, dass abgesprochen war zu verlieren, nicht der Grund sein kann, zu verlieren. Gibt es mir nachher noch ein 20, ne? So war das doch. Genau, wir geben nachher noch ein 20. Wir schalten jetzt doch nicht mal zum Gewinnertum. Ich komme nicht hier in welche Sachen rein. Wir müssen hier kurz einen Cut machen. Okay. So, wir gehen nochmal kurz auf die deutsche Seite. So, Deutschland gewonnen. Wie kann es denn sein? Habt ihr gewonnen, weil das verlierende Team verlieren wollte? Ja, also gut, das gegnerische Team war klar, dass sie stark anfangen. Pressing von Anfang bis Ende und...
ja, wir haben glücklich gewonnen, war eine Mannschaftsleistung, gutes Team und im Endeffekt ist Lothar Matthäus Weltmeister. Ja, das stimmt wohl, aber was ist denn mit der Laufleistung des Teams? Ich muss ja ganz mal sagen, ich fand, das war sehr standhaft, ja, sehr statisches Spiel, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Ja, die Räume waren eng, also Argentinien hat gut zugemacht und deswegen war es schwer, sich zu bewegen und da hat der Jogi einfach gesagt, müssen wir stehen bleiben und ja, hat geklappt. Was halten Sie davon, dass jetzt in dieser Weltmeisterschaft erstmals im Finale mit 3 Torwerten gespielt wurde? Ja, wir haben den Ball nach vorne gespielt und haben ein Tor geschossen. Ja, das sind auf jeden Fall Aussagen hier. Da kommt man eigentlich gar nicht mehr mit. Also ist halt, man sieht, die Emotionen schwingen hier auf beiden Seiten einfach über. Die Verlierer fühlen sich als Verlierer, weil sie verlieren müssten, ja. Und die Gewinner haben keine Ahnung, wie Fußball funktioniert. So läuft Fußball denn echt. Wir bedanken uns an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Und jetzt werden wir noch eine Produktplatzierung an dieser Stelle durchlaufen lassen von kochenden Fans und jubelnden Fanmeilen. Ja, das war unser unglaublich geiles Kickerspiel. Und wer glaubt, ihr wird gewinnen? Wer wird Weltmeister, Deutschland oder Argentinien? Schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen. Außerdem hier noch viele schöne weitere Videos, die ihr anklicken könnt. Und natürlich nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt von uns Hampelmännern, einfach mal abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns wieder in Star Wars, worum auch immer.